Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasseranunterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Magach 7C, reingekommen ins Spiel mit dem Update Apex Predators bei den Israelis. Battle Rating 9.3 und ist wieder, ja, eine weitere Mischung aus M48 und M60, wie wir es ja schon, ich weiß nicht wie oft, im Spiel haben. Er ist eingeordnet im israelischen Baum unter dem Galbatage, den wir ja schon ein bisschen länger im Spiel haben, auf 9.3. Eine schöne Ergänzung zum 9.3er-Deck bei den Israelis, mittlerweile Panzer Nummer 3, den ihr dann auf 9.3 fahren könnt. Ja, weil der Merkava Mark IIb, die Premium-Variante, ist ja auch schon, ich weiß nicht, vor ewigen Zeiten auf 9.3 hochgegangen. Und wenn ihr dann die Machbet noch habt, habt ihr sogar noch eine Flak dabei. Gut, bei der Machbet kann man sich drüber streiten, ob die nun wirklich nutzbar ist oder nicht. Aber trotzdem, Flak haben oder nicht haben, ist eben nochmal eine ganz andere Kiste. 9.3. Was haben wir hier? Also man kann ihn eigentlich schon sehr mit dem Galbatage vergleichen. Es ist eine ganze Menge Turm für relativ wenig Wanne. Das ist ja beim Galbatage auch schon der Fall. Nur dass ihr hier beim Galbatage eine etwas andere Anordnung habt. Ja, modulmäßig seht ihr das hier beim Galbatage. Verbundpanzerung, die ist hier ein bisschen anders angeordnet. Hier vorne fehlt sie leider gänzlich, also rund um die Kanonenblende hier. Ja, aber da habt ihr hier halt auch ein ganz klitzekleines bisschen Schutz, wie ihr hier sehen könnt. Aber das ist halt auch da nur Panzerstahl. Beim Magach 7C sieht die ganze Kiste ein ganz kleines bisschen anders aus. Und wie man hier auch gerade sehen kann, ja, ist hier an der Seite hier, sind es hier Seitenschürzen aus Verbundpanzerung, sind aber, wie ihr auch da sehen könnt, keine entsprechenden, ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein Fehler ist, aber es sind eigentlich keine Nera-Komponenten, so wie das zum Beispiel beim Galbatage hier der Fall ist, wie ihr das hier sehen könnt. 150 mm habt ihr hier Verbundpanzerung und beim Magach 7C, ja, haben wir hier einfach 40 mm Panzerungsstärke und dann haben wir hier Panzermaße am Punkt. Ja, wie ihr das hier sehen könnt, also da seht ihr den Panzerungsschutz. Es geht schon das ein oder andere Mal nicht durch, aber ihr wisst es selber, verlasst euch da an der Stelle nicht drauf. Es ist einfach ein Fahrzeug bzw. ein Schutz, der, ja, ich sag mal so, semi hält, aber das ein oder andere bounce dann doch schon. Deutlich besser könnt ihr mit dem Ding agieren, indem ihr einfach entsprechend die Kanone nutzt. Ja, lasst euch am besten nicht treffen. Ich weiß, das ist wieder kluge Scheiße, aber trotzdem lasst euch am besten nicht treffen. Die Kanone ist das, was den Panzer tatsächlich dann wirklich ausmacht. Ihr habt eine gute Munition, ihr habt die M426 mit 427 mm Durchschlag auf 100 Meter Point Blank. Es bedeutet natürlich, dass ihr da eigentlich mit allem mithalten könnt, was euch in seiner BR-Range, also von 8.3 bis 10.3, treffen kann. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn wir das direkt vergleichen mit dem für den Galbatage. Der hat auch die 427 mm Durchschlag auf 100 Meter bei Point Blank. Also ihr könnt mit dem Magach 7C schon sehr, sehr gut agieren. Die 908 PS, die er ausgebaut hat, bei 55 Tonnen Kampfgewicht, ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, ausbaufähig. Ja, also der Motor ist für sein Kampfgewicht eigentlich zu wenig, ja, bringt zu wenig Power auf die Straße, aber trotzdem kann der Magach 7C schon in seiner BR-Range gut mithalten. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal in der Runde an. So, die Karte ist Feuerbogen und das ist natürlich für so einen Panzer wie für den Magach 7C natürlich entsprechend geschaffen. Ja, die ist gemacht für so ein Fahrzeug, so eins, das jetzt nicht so wirklich mobil ist, mit dem ihr auch entsprechend auf Entfernung schießen könnt. Und das ist natürlich beim Magach 7C, ich habe es gerade eingangs gesagt, mit der Munition auf jeden Fall hier machbar. So, da unten steht ein Leopard 2K, der uns erstmal schön durch den Turm geböllert hat. Das ist das, was ich meine. Ja, der hat uns hier direkt irgendwo reingeschossen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, jetzt müssen wir unseren Geschützverschluss reparieren. Unseren Kommandanten hat es gleich schon erwischt.
Aber das meine ich, ne? Verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass ihr da gut irgendwie was wegbounced. Es geht zwar ein bisschen was weggebounced, überhaupt keine Frage. Ihr seid auch nicht gleich platt. Ja, normalerweise, ich sag jetzt mal, wenn wir die Panzerung da nicht gehabt hätten, dann wäre wahrscheinlich unser Panzer, wenn es nicht der Magach 7C gewesen wäre, komplett auseinandergeplatzt. Jetzt hat es den TCM da vorne erwischt, der von hier beschossen wurde. Da hinten, ihr seht es vielleicht, habt ihr vielleicht den kleinen Busch gesehen, hinter der Ridgeline, da stand einer. Jetzt müssen wir hier, und da steht auch einer, hat gerade genebelt, jetzt müssen wir hier mal sehen, ob wir hier da drüben da irgendwie was mitkriegen. Irgendwie ein Schüsschen abbekommen. Da steht nämlich einer. Ich gebe jetzt einfach mal einen Schuss ab gleich. Jawohl. Ihr seht's da, er stand direkt hinter dem Wrack. Und die Granate ist durch das Wrack durchgegangen. Jetzt versuche ich es nochmal. Da ist die Granate jetzt im Wrack hängen geblieben. Jetzt wechsle ich auf die Hash. Weil für die leichteren Ziele macht die Hash deutlich mehr Sinn. So, noch hier seht ihr, ne, er hat einen Laser Rangefinder. Das macht es natürlich deutlich einfacher, Gegner zu bekämpfen. Da kommt die Rakete geflogen. Fliegt aber an uns vorbei. Er hat nicht die Top-Down-Rakete verwendet, sonst wäre die Top-Down-Rakete direkt über unserem Turm detoniert. Und dann hätte es uns wahrscheinlich erwischt. Aber er hat die normale TOW benutzt. Nicht die Top-Down. So, jetzt habe ich natürlich noch die Hash drin. Die hilft uns natürlich gegen den Moderna leider nichts. Aber wir haben immer eine Abschusshilfe bekommen, obwohl wir den Moderna nicht so wirklich beschädigt haben. Aber mein Gott, was soll's. So, und jetzt habe ich hier gesehen, dass von unserem Team hier zwei auf B zufahren. Deswegen ich mir jetzt gesagt habe, okay, ich fahre jetzt mit. Da vorne der Bagel. Der kriegt gleich nochmal eine von mir. Jawohl. Schön direkt in den Munitionsgurt rein. Erster Abschuss. Weiter mal den Blick nach links halten. Warum? Weil da könnte noch das Wiesel stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der mittlerweile rausgegangen ist. Und hier seht ihr, ne, also bei so einem Fahrzeug, das nicht wirklich schnell ist, und ihr seht das hier, wir sind jetzt gerade mal bei knapp 30 Stundenkilometer, das ist halt fürs Gelände nicht wirklich schnell, müsst ihr natürlich weiterhin immer gucken, dass ihr eure Situationen bzw. die Situationen ausnutzt, in denen ihr eure Position wechseln könnt. So, Thermal hat er übrigens auch. Das hilft euch beim Spotten von Gegnern. Da vorne irgendwo muss irgendwo einer stehen. Weil wir können B nicht zurückcappen. Und ich versuche mich jetzt hier die ganze Zeit umzugucken und zu schauen, dass ich nicht eine von der Seite geschallert kriege. Jetzt irgendwann müssen wir angreifen. Müssen die Gegner da aus B rauspushen, weil sonst verlieren wir weiterhin Tickets. So, meine Ari bringt leider auch nichts. Wir wissen zumindest jetzt schon mal, dass es ein BMP ist. Da ist er. Nein, es ist kein BMP gewesen. Es waren 2S38. Schön unten durch die Unterwanne. Er hat uns einen Tank brennend geschossen. Und auch hier hat der ein oder andere Schuss am Turm gehalten. Vor uns der BMP. Ich kann mich jetzt nur daran orientieren, wo seine Schüsse herkommen. Deswegen habe ich an der Stelle da einfach mal drauf gehalten. Und Abschuss Nummer 3, BMP jetzt auch raus. Es ist aber immer noch ein Gegner in B. Und ich bin hier alleine gerade immer noch. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie zusehen,
Da vorne fährt auch noch einer irgendwo rum. Ja, das Wiesel da. Lass uns jetzt mal irgendwie schauen, dass wir den da vielleicht irgendwie rauskriegen. Jetzt nimmt der Gegner noch A rein, das ist natürlich auch nicht cool. Und C verlieren wir auch gerade noch. Also so wirklich gut funktioniert das hier gerade nicht. So, jetzt habe ich mir schon gedacht, dass der hinter diesem Haus da steht, weil woanders kann er nicht stehen. Da steht ein Puma. Den nehmen wir einfach mal in der Vorbeifahrt mit. Abschluss Nummer 4, 1400 Punkte. Leider hat unsere Artillerie auch nichts bewirkt. Durch das Haus kann man leider nicht durchschießen. Ich war mir an der Stelle da nicht ganz sicher. Deswegen habe ich es einfach mal probiert. Und wenn wir mal hier reingucken, ja. Hier sind jetzt noch ein Jet, ein Heli und ich am Boden. Also das wird jetzt leider gar nichts mehr. Die Runde geht dann doch sehr, sehr eindeutig für den Gegner aus. Da haben wir eine Rakete gefressen. Ich glaube, das war eine... Ist eine Drohne gewesen. Da kommt das Wiesel raus. Wir haben das Ace noch voll gemacht. Abschluss Nummer 5. Jetzt können wir hier reparieren. Und auch B endlich decappen. Nach knapp 10 Minuten. Aber bringen tut es uns nichts mehr. Wir machen hier jetzt nur noch für uns ein paar Punkte. Werden das Ganze hier aber trotzdem verlieren. So, noch ganz fertig mit reparieren sind wir nicht. Aber ihr seht schon hier oben. Die Zeit an der Stelle läuft hier ab. Deswegen halte ich das Replay jetzt an der Stelle hier an. Und wir schauen hier, am Ende stehen 1690 Punkte auf dem Konto. Eine Abschlusshilfe, 5 Fahrzeuge haben wir selber rausgenommen. Wir sind selber nicht dabei draufgegangen. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, es war auch keine volle Runde. Mit 2, 3 Leuten mehr hätten wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen drehen können, aber ihr wisst es, ne? Hätte Panzerkette. Ihr habt, glaube ich, aber trotzdem ein bisschen was gesehen, was mit dem Magach 7C so möglich ist und was nicht. Ein bisschen was kann er reinstecken, ein bisschen was kann er fressen. Die Kanone ist wie beim Galbatage eben das stärkste Ding, was er hat. 9 Grad hat er übrigens an Gun Depression. Das heißt, auch hier könnt ihr sehr gut an Hinterhangstellungen halt eben arbeiten mit dem Turm beziehungsweise mit der Gun Depression und da dann entsprechend eure Wanne verstecken. Ich finde, es ist ein sehr solider Panzer. Für diejenigen von euch, die ihn noch nicht haben, wenn ihr die Israelis spielt, es ist auf jeden Fall kein Panzer, wo man sagen muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er ist richtig schlecht. Nein, ist er nicht. Zusammen mit dem Galbatage ist er eigentlich auf 9.3 eigentlich schon sehr, sehr konkurrenzfähig, außer halt eben, dass er ein bisschen ja, träge ist, ein bisschen schwach auf der Brust, liegt aber halt eben an den 55 Tonnen und den nur etwas mehr als 900 PS Motorleistung. Aber trotzdem für 9.3 vollkommen in Ordnung. Grundsolide. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.